Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Video von The Cruise Vibes. Und heute sind wir wieder 24 Stunden mit Excellence unterwegs, diesmal mit der Excellence Queen, die wir am letzten Video schon kennengelernt haben. Wir sind heute wie geplant von Basel aus unterwegs nach Breisach und zurück. Im letzten Video wurde ja die Route etwas geändert. Heute fahren wir nach Fahrplan und es geht wieder früh morgens los am Bahnhof Basel SBB mit der Ankunft der Reisebusse. Und dort wurden wir dann abgeholt. Und diese haben uns dann mitgenommen in Richtung Rien. Rien liegt auf der anderen Seite des Rheins an der Grenze zu Deutschland. Und dort haben wir die Fondation Bayerle besucht. Die Fondation Bayerle ist ein Kunstmuseum und dort machen wir uns jetzt auf den Weg hin, haben dort dann einen Aufenthalt, können uns das Museum individuell anschauen. Man konnte auch gegen Aufpreis eine Führung hinzubuchen. Wir fahren jetzt hier quasi parallel zur Straßenbahn, mit der das Museum auch gut erreichbar ist. Und hier sind wir dann auch schon angekommen, wurden dann von unserem Excellence Flusskreuzfahrtleiter begrüßt, der uns dann auch gleich die Tickets ausgehändigt hat und dann hatten wir eben hier ein bisschen Freizeit, das Ganze anzuschauen. Im Innenbereich kann ich jetzt natürlich nicht viel filmen, da das eben eine Kunstausstellung ist. Da kann ich natürlich die Werke nicht einfach so alle im Internet zeigen. Deswegen jetzt nichts aus dem Innenraum gefilmt, aber wer Kunst mag, dem wird es hier sehr gut gefallen. Es ist eine schöne Ausstellung. Ja, und danach ging es dann in Richtung Hafen von Basel. In Basel gibt es ja viele verschiedene Liegeplätze. Wir lagen heute am Anleger Klübeck, der nicht direkt im Zentrum liegt, die zentralsten Anlegeplätze hier in Basel, wäre der Steiger St. Johann. Dann folgt Klübeck und dann gibt es auch noch den Anleger am Dreiländereck. An Bord angekommen wurden wir erstmal mit dem Mittagessen begrüßt. Es ging also direkt vom Bus ins Restaurant. Bei Excellence gibt es da eine Mischung aus Buffet und à la carte. Es gibt ein paar Gerichte, die man von der Karte bestellt und ein paar Gerichte, die man sich vom Buffet holen kann. Vorspeisen, Suppen und Dessert gibt es sowieso vom Buffet. Derweil sind wir ausgelaufen mit Kurs in Richtung Breisach. Dabei ging es auch vorbei an der Excellence Empress, die wir ja auch vor kurzem kennengelernt haben. Hier haben wir eben eine Kabine auf dem Mitteldeck gesehen und hier seht ihr jetzt meine Kabine auf dem unteren Deck. Seht schon mit den kleinen Fenstern nur, die nicht geöffnet werden kann. Die Kabine ja zum Teil unterhalb der Wasserlinie. Das eben ganz normaler Standard hier auf den Flussschiffen. Schauen wir mal rein ins Bad. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Sehr großzügig und vor allen Dingen der Boden ist scheinbar beheizt. Also auf anderen Flussschiffen kenne ich das so, dass gerade auf dem unteren Deck der Boden immer ziemlich kalt ist. Und hier war der immer schön richtig warm, also der scheint hier irgendwie beheizt zu sein. Ja, Stauraum haben wir auch sehr viel, großen Kleiderschrank in der Kabine. Also wirklich ausreichend Stauraum vorhanden. Auch hier haben wir das typisch wie bei den neueren Schiffen auch von Excellence, dass die Gläser hier im Schrank versteckt sind. Und dann haben wir hier unten auch noch die Minibar. Ja, also voll ausgestattet, auch wenn diese Kabinen hier ein bisschen kleiner sind als die Kabinen oben, ist das wirklich eine sehr schöne Kabine. Also ich habe mich dort sehr wohl gefühlt und wäre auch gerne ein bisschen länger geblieben. Direkt an der ersten Schleuse mussten wir eine ganze Weile warten. Schon gesehen, da kam ein anderes Kreuzfahrtschiff entgegen. Ja, und danach konnten wir dann auch in die Schleusenkammer einfahren. Das ist jetzt die erste Schleuse hier, die Schleuse Kems. Und wir schauen uns das Ganze jetzt hier einmal komplett im Zeitraffer an. Das ist hier eine relativ breite Schleuse. Das heißt, es können zwei Schiffe nebeneinander in der Schleuse liegen. Und hier sind wir auch schon unten angekommen. Und das heißt, jetzt geht es wieder raus aus der Schleuse und weiter in Richtung Breisach. Hier in diesem Bereich ist der Rhein extrem kanalisiert. Vor der Kanalisierung und Begradigung war das hier ein extrem breiter und nicht schiffbarer Fluss. Und heute das Ganze hier unten wirklich stark reguliert. Daher landschaftlich nicht ganz so spektakulär, weil eben die Ufer hier alle betoniert sind. Deswegen sieht man hier auf dem Abschnitt außerhalb der Orte eher wenig bis gar nichts. Ja, und kurz danach folgt mit der Schleuse von Ottmarsheim auch gleich die nächste Schleuse. Danach fahren wir unter der Autobahn A36 hindurch und erreichen dann das Industriegebiet
von Chalampé. Chalampé ist ein riesengroßes Industriegebiet. Ihr seht es ja auch hier schon, sehr viel Industrie, sehr beeindruckend das Ganze. Lohnt sich da also durchaus mal hoch aufs Sonnendeck zu gehen, wenn man sich eben ein bisschen für Industrie interessiert. Manche finden es auch einfach nur hässlich und langweilig, aber ich finde es immer ganz interessant, sich das mal anzuschauen. Und vor allen Dingen gibt es hier eine Besonderheit, und zwar folgt hier die niedrigste Brücke vom Rhein. Die Brücke von Chalampé ist der Grund, warum Schiffe häufig nicht nach Basel fahren, wenn Hochwasser ist, weil man dann eben diese Brücke nicht mehr passieren kann, beziehungsweise Gefahr läuft, sie auf der Bergfahrt passieren zu können, aber auf der Talfahrt nicht und dann eben quasi in Basel gefangen zu sein. Deswegen wird Basel bei Hochwasser häufig nicht mehr angelaufen. Und wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Ich glaube, man kann schon erkennen, dass diese Brücke nicht sonderlich hoch ist. Das Steuerhaus wird hier auch schon abgesenkt. Wir haben jetzt hier einen ganz normalen Wasserstand. Da ist das überhaupt kein Problem. Also das geht noch wesentlich niedriger. Ihr seht, da ist noch sehr viel Platz. Aber trotzdem schon ganz spektakulär. Also das lohnt sich durchaus mal, sich das anzuschauen. Ihr seht, passt. Und das Steuerhaus ist noch bei weitem nicht ganz runtergefahren. Ihr seht, die Reling kann oben auch noch stehen bleiben. Das heißt, das geht noch deutlich niedriger. Aber man kann, glaube ich, schon erkennen, dass diese Brücke bei Hochwasser zum Problem werden kann. Ja, die nächste wichtige Sehenswürdigkeit hier ist dann das Atomkraftwerk von Fessenheim, was wir jetzt hier auf der linken Seite sehen können, inzwischen stillgelegt. Und während wir da vorbeigefahren sind, fand dann auch der Willkommenscocktail in der Lounge statt. Da gibt es dann Sekt aufs Haus und im Anschluss sprechen dann Hotelmanager, Kapitän und Kreuzfahrtleiter. Währenddessen haben wir auch die Schleuse von Fessenheim erreicht. Da habe ich mir dann, bevor es so richtig losging mit dem Cocktail, die Einfahrt noch vorne auf der Außenterrasse angeschaut. Da sieht man gleich auch hier, wenn man mal zu dem Scheinwerfer schaut, wie ungünstig das Wetter auf dieser Reise war. Also da hat es kräftig geregnet. Das war leider nicht so schön wie beim letzten Mal. Auf der Empress hatten wir richtig Glück. Diesmal war es ziemlich nass und regnerisch. Aber das kann immer passieren. Das gehört also bei einer Reise natürlich dazu, dass es auch mal ein bisschen regnen kann. Und auf dem Flussschiff hat man ja auch immer schöne Möglichkeiten, sich drinnen aufzuhalten. Hier sieht man mal, wie eng das eigentlich ist in so einer Schleusenkammer. Also wie dicht das Schiff hier an die Wand heranfährt und das auch mit welcher Geschwindigkeit. Da sieht man erstmal, was für eine Leistung die Kapitäne erbringen. Ja, dann ging es richtig los drin, natürlich zusätzlich zum Sekt auch Canapés. Und dann haben sich Kapitän und Hotelmanager und Kreuzfahrtleiter vorgestellt. Als das Ganze fertig war, waren wir dann auch schon unten, können uns hier jetzt einmal die beeindruckende Ausfahrt aus dieser Schleusenkammer anschauen. Ich finde es immer besonders beeindruckend, wenn man dann unter diesen riesigen Schleusentoren hindurchfährt. Immer ziemlich bedrohlich das Ganze. Und dann war es auch schon Zeit für das Abendessen. Wollen wir mal schauen. Auf der Excellence Empress war das Essen ja wirklich hervorragend. Und deswegen schauen wir jetzt mal, wie es denn so auf der Queen aussieht. Ja, und ich denke, das erkennt man auch direkt auf den ersten Blick. Das sieht ziemlich ähnlich aus. Also auch hier sehr kunstvoll angerichtet. Alles mit viel Liebe und extrem lecker. Also auch hier die Qualität des Essens wirklich herausragend. Mit das Beste, was ich auf dem Fluss so an Essen bisher erleben durfte. Also gastronomisch auch bei der Excellence Queen. Der Name Programm. Es war exzellent. Ja, dann sind wir hier einem weiteren Excellence Schiff begegnet, der Excellence Countess. Auch die werde ich euch in ein paar Wochen vorstellen können. Und derweil haben wir dann auch schon so langsam Breisach erreicht. Nach dem Abendessen haben wir dann angelegt, relativ weit außerhalb vom Zentrum. Es gibt ein paar Liegeplätze in Breisach, die sehr zentral sind und ein paar, die ein bisschen weiter außerhalb liegen. Wir hatten jetzt hier für unseren kurzen Aufenthalt einen, der außerhalb liegt, aber es sind eh die wenigsten von Bord gegangen. Auch andere Schiffe waren unterwegs, hier zum Beispiel eines von Lüftner. Und ich bin dann trotzdem nochmal kurz von Bord gegangen, aber auch eigentlich nur um ein paar Außenaufnahmen vom Schiff zu machen. Also hier sehen wir sie, unsere Queen in Breisach. Für einen kurzen Abendspaziergang bin ich dann also mal eben von Bord gegangen. Aber wie gesagt, eigentlich nur einmal bis kurz vor den Bug, um ein paar schöne Aufnahmen zu machen. Und dann ging es wieder zurück an Bord, denn wir hatten ja nur 24 Stunden Zeit. Die wollte ich dann natürlich auch möglichst umfangreich an Bord verbringen und das Schiff so richtig genießen.
Und hier haben wir noch ein Excellence-Schiff. Hier haben wir jetzt die Excellence Princess. Die fehlt mir noch. Auf der bin ich noch nicht mitgefahren. Aber vielleicht klappt das ja im kommenden Jahr dann, dass ich euch auch die Princess noch vorstellen kann. Und nach einem gemütlichen Ausklang in der Lounge ging es dann auch ins Bett. Und am nächsten Morgen, ja, da stand ja auch schon wieder die Ausschiffung an. Die 24 Stunden waren fast rum. Wir waren auf den letzten Metern zurück in Richtung Basel. Und das heißt Abschied nehmen von der Kabine. Und dann ging es zum Frühstück, wie immer sehr lecker hier. Ja, und nach dem Frühstück ging es dann noch einmal in die Lounge, wo wir dann die letzten Meter in Richtung unseres Liegeplatzes beobachten konnten. Dabei ging es dann auch vorbei an den beiden Schiffen, die wir gestern gesehen haben, die Excellence Princess und die Excellence Countess. Und dann haben wir am selben Liegeplatz hier in Lübeck wieder angelegt. Dort warteten dann schon unsere Busse auf uns und haben uns dann wieder zurück nach Basel zum Bahnhof Basel SBB gebracht. Und dort endet die Reise dann. Und von dort aus ging es dann mit der Bahn wieder zurück zum Auto. Im nächsten Video wird es dann an anderer Stelle weitergehen, da ich euch die Bahnstrecken hier alle schon gezeigt habe. Das war es damit erstmal für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier könnt ihr sehen, von wem die Musik stammt und wann das nächste Video kommt. Wie immer sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und würde mich sehr über eure Likes, Kommentare, Abos oder auch einen geteilten Link sehr freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.